Weiter geht's mit 20 Kisten und Keys. Ich bin gerade dabei, 100 Kisten am Stück aufzunehmen, beziehungsweise aufzumachen. Und ja, schauen wir mal, ob das Knife hagelt oder nicht. Denn ich bin der Überzeugung, dass es so ist, dass wenn du mehrere Kisten kaufst, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, als wenn du sie einzeln kaufst. Macht wahrscheinlich mathematisch keinen Sinn. Keine Ahnung, ich bin kein Albert Einstein, aber in meinem Kopf ist das so. Deswegen, prinzipiell haben wir 25% Chance, ein Knife zu unboxen in den nächsten paar Folgen. Also so funktioniert Mathe auf jeden Fall nicht. Aber wenn wir im Schnitt in 400 Kisten Knife unboxen, wir haben jetzt 100 Kisten gekauft, bedeutet ja auf jeden Fall, dass wir halt 25% auf Knife haben, oder? I believe. Alrighty. Also wenn man sich das mal vorstellt, du hast die Chance und die Chance ist einfach gegen null. Das ist wahrscheinlich noch geringer, als wenn du Lotto gewinnst oder so. Aber auch hier ist es so, du hast die Chance, ein Knife zu ziehen für 2,50 oder was. Wenn du, sagen wir, du kriegst so eine Revolver-Case gedroppt, ja. Du kaufst dir so einen Key, denkst, ja, scheiß drauf, machen wir einfach auf. Ich will die nicht für 80 Cent verkaufen und 60 Cent bekommen, bringt mir nichts. Machst du auf, dann kommt das goldene Symbol. Und du kriegst, keine Ahnung, irgendein Blue Gem, Karambit oder sonst irgendwas. Und selbst wenn es nicht das beste Pattern hat oder sonst irgendwie die beste Float, das ist life-changing money. So absurd und so, so dumm, oder? Also ich meine, wir müssen ja nicht übertreiben, dass du 1,5 Millionen kriegst, aber du könntest Knife unboxen, gerade Karambit mit viel Blauanteil, was halt über die 10.000 plus Dollar geht. Easy, wenn es ein Karambit ist, was case-handed ist und einen hohen Blauanteil hat. Dann ist es easy über 10k wert, ne? Und viele Leute haben ja zum Beispiel Kredite, die sie zurückzahlen würden oder vielleicht das Auto oder sonst irgendwas, das Wunschauto oder fürs Studium, weißt du so. Die Condition sieht nicht so gut aus. Nee, guck mal hier vorne. Aber hey! Viel testet, ich weiß nicht, wie viel, ein Zehner oder so? Vielleicht ein bisschen übertrieben. Ah, 12 Euro, 13, okay, 12,50. Okay, nicht schlecht. Naja, und dann gibt es natürlich auch Leute, die dann sagen, okay, hier 30, 40, 50.000 oder so, wenn du sowas kriegen würdest. Ahnung, hm? Dann erstmal schön eine Wohnung kaufen, ne? Dann erstmal so ein Ding für die Zukunft. Also es ist halt absurd, was halt prinzipiell möglich ist. Natürlich, Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, deswegen sollte man diese Dreckscases auch nicht aufmachen. Also, guckt euch meine Folgen an, ja. Ich habe eine Playlist, da sind sicherlich nicht alle Videos drin, weil ich das immer wieder vergesse, aber wir haben tausende Kisten aufgemacht mittlerweile. Tausende. Und ich bin tausende im Minus. Es ist nicht witzig. Also mein bestes Knife, das habe ich gezogen, bevor wir diese Serie angefangen haben, ne? Und das war das, warte kurz, das Butterfly Knife Marble Fade. Ein absolut krankes Knife, ja? Ich weiß nicht, auf Steam geht das für einige 1,6 oder sowas. Ja, 1,8 hier, 1,3 hier, so, ne? Auf kommt immer auf die Float an, also ein Kram. Die Float ist extrem gut, 0,008, extrem low. Die Farbgebung ist halt immer die Frage, ob das ein cooles Pattern ist. Ich finde es mega cool, weil es hat einen Red Tip, ne? Also es ist halt rot vorne, blau, gold und rot, also du hast alle Farben, ne? Und ich glaube, es dürfte auch eine 100% Float sein. Also ich sehe hier nichts, was hier vorne, die Spitze ist ein bisschen meh, aber ansonsten ist es doch mega cool. Und ich weiß nicht, wenn man drauf beharren würde, würde es vielleicht für 2.000 Euro weggehen oder so. Vielleicht ist ein bisschen übertrieben, aber so zwischen 1,5 und 2.000. Und das ist nicht mehr ansatzweise in dem Rahmen, was ich ausgegeben habe. Für die ganzen Kisten und so ein Shit. Weißt du, so nicht mehr ansatzweise. Deswegen.
Naja, falls euch die Folge unterhalten hat, ihr ein bisschen abschalten konntet oder die Hoffnung auch bei euch da war, nach wie vor, ist noch nicht vorbei, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, würde mich sehr freuen und wir sehen uns im nächsten Video wieder und dann machen wir wieder 20 Kisten auf. Ich habe noch ein bisschen was von mir. Tschüss.